Hallo. 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 Würde sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia. Ja, herzlich Wie ihr ja willkommen. hoffentlich hört, ist die Soundqualität besser geworden bei mir. Ja. Extra für YouTube. Genau. Natürlich habe ich schon wieder vergessen zu sagen, wer alles dabei ist. Ich bin dabei und der gute Wick. Ja. Hallo. Ja, sagst du deinen Zuschauern auch mal Hallo? Ja, ich grüße meine Zuschauer. Genau, wir haben auch eine kleine Ankündigung. Letztes Mal haben wir darüber geredet, oder haben wir mal kurz erwähnt, dass wir einiges geplant haben. Darunter lag auch das, was ich jetzt gerade in das ich gerade reinspreche, dass wir ein bisschen mehr die Qualität aufbessern. Dazu kommt noch, dass wir planen, dass wir auch auf Twitch ja, in kürzester Zeit hoffentlich. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern, dass wir in Twitch auch mal zugange kommen und auch mal ab und zu einen Livestream starten können. Dieser Livestream wird dann leider nicht über Wick laufen, sondern über mich. Da könntet ihr praktisch Wick zuschauen aus meiner Perspektive. Ich leite den Stream, Wick leitet YouTube und genau, das haben wir alles so geplant. Ob das nun am Ende so klappt, das steht noch ein bisschen offen, aber es ist auf jeden Fall ein großes Vorhaben von uns. Yes. Genau, auf jeden Fall ein Traum, das mal ein bisschen so zu machen. Genau, das haben wir alles so vor. Vielleicht könnt ihr mal so in den Kommentaren schreiben, ob ihr Bock darauf habt, ob ihr euch darauf freut, ob ihr irgendwelche anderen Anmerkungen habt oder sowas. Man freut sich ja immer gerne darüber, solange es auch sachliche Kritik ist. Ja, bei mir in den Kommentaren Beleidigen sind ist die echt sowieso mies. alle super nett, wenn auch jemand was Ja, das habe schreibt. ich schon gesehen. Ja, der Link zum Twitch-Account wird schon in der Beschreibung verlinkt sein. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal einen kostenlosen Follow dalassen, damit ihr auch eine Benachrichtigung kriegt, falls wir einen Stream starten, beziehungsweise wenn wir einen Stream starten. So, jetzt sind wir aber erstmal in Phasmophobia, ein Phasma ins Gesicht. Ich wollte gerade so ein böses Wort sagen, einfach random. Hallo, Daniel Thompson, bist du da? So, machen wir mal hier das Licht an. Test, Test, Test. Gut, also du hörst mich, das ist gut. Gut. Okay, in dem Haus war ich tatsächlich noch nie, was so aufgebaut ist. Ah, okay, hier kommt man raus. Du hast das Licht angemacht, ey. Ich habe mich Ja. gerade erschrocken, ey. Rede mit mir. Rede mit mir. Wie alt bist du? Ein Opfer von Gewalt. Ich habe ein Kijaboard. Ich habe ein Kijaboard gefunden. Ouija heißt das. Ich habe deine Mutter gefunden. Soll ich mal anmachen? Ja, mach mal ruhig. Okay. Bist du hier? Was redet mit uns? Jetzt schon? Ja. Ja. Ich habe nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Wie heißt du? War eine dumme Frage. Ich meine, wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist Ja, du? das Licht hat geflackert. Fünf, 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 5? Okay. fünf. 57 ist er. Okay, wir können schon mal eintragen. 5. Willst du mal vielleicht das EMF-Gerät, Buch hast du jetzt abgelegt. Hol du doch mal die Kamera, damit wir die Kamera hier drauf auf hier anschließen können und das UV-Licht. Hol das mal. Ja. Ich habe mal die Sanity-Pillen genommen, aber ich glaube, das wäre besser, wenn du jetzt nochmal reingehst. 30 Weil ich Prozent, kurz mal ja. hier chille. Ich stelle in den Ich bin Raum. bei. Was hast du denn? Ja genau, stell die Kamera. Die Kamera kannst du erstmal hier lassen. Eine Kamera, was hast du sonst noch? UV-Licht oder was hast du noch? Ja, ich habe gerade die UV-Licht und die Kamera aufgehoben. Die Kamera hast du gerade voll. Also du hast zwei Ich habe zwei. Kameras. Okay, dann. Genau, geh mal rein, ich schau mal kurz erstmal über deine Kopfkamera. Ich glaube, soll ich mal mit dem Thermometer einmal hier durchgehen, um wenigstens einen kalten Raum zu entdecken? Ja, ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Du bist auch immer noch bei 80%. Ich bin selbst bei den Pillen bei 60. Ja, ich bin geistig einfach abgehärtet.
Raum. Minus 10 Grad. Gut. Eintragen und ich komme zurück. Hier sind auch wieder Türen aufgegangen. Hast du irgendwo Fingerabdrücke gefunden? Nein. Hier sind immer noch minus 11 Grad drin. Dann hoffen wir mal, dass der Geist sich zeigt, damit wir halt ein Foto schießen können, damit wir halt noch ein bisschen Geld verdienen. Du hast halt immer noch mehr Sanity als ich. Immer noch, lol. Ja, ich bin geistig halt richtig auf einem hohen Niveau, weil ich halt schon so viel erlebt habe. In die andere Ecke, damit ich von beiden Perspektiven mal kurz schauen kann, ob da noch dran ist. Ja, der hat gerade die Tür für mich aufgemacht, der ist nett. Ich wollte gerade sagen, die Tür ist auf. Aua, der hat mir die gegen den Kopf gehauen. Hab ein Foto von dem. Hast du ein Foto von ihm? Ich höre ihn, aber der erst steht nicht vor mir. Waren da Fingerabdrücke irgendwo? Nein. Ich gehe wieder rein. Hast du ein Foto von ihm gemacht und ist er dann verschwunden? Also beim Foto machen, beim Fotoschießen ist er verschwunden. Aber der hat immer noch Geräusche gemacht. Also wir können mal kurz gucken nach, halt nach dem Orb, nach dem richtigen Beweis. Ja, dann gehe ich da jetzt rein. Der ist vor mir, flackert. Hast du einen Orb gesehen? Wieder vor mir. Ist er wieder verschwunden? Ja, ich höre ihn noch. Ein schwarzer Schatten. Haben wir dann Licht auf? Flackert wieder. Hier das Haus. Okay, komm raus. Der ist richtig aggressiv. Junge, Junge, der stand drei oder viermal vor mir. Ich hab's gesehen. Ich hätte eine gute Kamera, muss ich sagen. Ja. Ja, das spricht halt alles für ein Phantom, so, ne? Wir haben nur keinen Orb, wir haben keinen Geisterorb. Ich kann nochmal, ich bin bei 50%, soll ich nochmal reingehen und die Kamera umstellen vielleicht? Der ist gerade bei 10. Der ist alleine von uns auf 10 gegangen. Ja. Der rastet gerade komplett aus. Wenn du in den Raum gehst, dann wirst du den auf jeden Fall sehen. Ich geh mal kurz rein. Ja. Ist an? Ist aus oder ist an? Nee, ist an, ich sehe aber keinen Geist da. Kugel. Der ist direkt vor dir. Der läuft gerade durchs Bild. Durch die Tür. Der ist wieder bei 10. Ja, der ist doch gerade wieder durch den Raum gegangen. So, dann nehmen wir Phantom, würde ich sagen, oder? Ja, das sehe ich auch so. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Auf, auf.